Jo, da brennt er. Herzlich willkommen, hey ho, zur Folge 74 von Wir spielen. Ah, vielleicht, ich sollte jetzt nicht versuchen, mit der Schere den Zombie zu häuten. Das ist eine dumme Idee. Ja, schöner Einstand für diese Folge. Wir spielen Minenarbeit, Minecraft. Und, wie ihr seht, sieht hier alles etwas anders aus. Erstmal von vorne anfangen. Und zwar habe ich in der Zwischenzeit ein wenig die Höhle geplündert. Also jedenfalls die sichtbaren Bestände. Alle Ressourcen habe ich doch so ein bisschen in die Tasche gesteckt. Die lagern da unten noch schön sicher in einer Höhle. Draußen bin ich jetzt gerade mal ein bisschen am Jagen. Und ihr seht, es sieht alles ein wenig anders aus. Da vor der Kuh erschrecke ich mich regelmäßig. Ja, ich benutze ein anderes Texture Pack als normalerweise. Und zwar möchte ich mich an dieser Stelle auch recht herzlich bei der Mangelware bedanken. Das ist eine der Moderatorinnen auf unserem Server. Minenarbeit.de/Server. Und die mag unheimlich gern das Minenarbeit, also mein Texture Pack. Und was ihr ja gut kennt aus den ganzen Folgen. Und die hat das ein bisschen geändert. Ein paar Sachen eingebaut. Ihr seht das auch hier unten an dem Inventar da unten und auch über hier so alles so, ne? Und das finde ich sehr schön und ich habe ihr gesagt, komm, das ist nett, dass du das machst, dass ich dich so inspirieren konnte. Und jetzt spiele ich einfach mal ein bisschen mit dem Texture Pack. Ist ein bisschen ungewöhnlich wegen der Tiere. Ich weiß auch gar nicht so. Manchmal sehen die halt irgendwie noch gar nicht nackig aus, ne? Das ist irgendwie diese irritierende. Vorhin habe ich auf eins immer so aufgeprügelt mit der Schere. Oh, du gib mir eine Wolle her, ne? Bis ich mal bemerkt habe, dass das irgendwie schon längst geschoren war. Okay, was mache ich denn hier? Ich bin immer noch auf der Insel von Karl, dem Kahlen. Und ich hatte inzwischen jetzt auch eine kleine Drehpause. Und ich habe auch ziemlichen Hunger, sehe ich gerade. Das ist vielleicht keine gute Idee. Wir sind ja weit, weit weg von zu Hause. Also, naja, eine doch tüchtige Seefahrt liegt zwischen uns und Bad Schönfels. Dort hinten irgendwo. Ja. Und wir sehen hier natürlich diese unglaubliche Einöde. Was ist das denn? Das ist ein Schwein? Ah, das ist ein Schwein. Ja, es war ein Schwein. Ja, diese unheimliche Einöde hier und, in meiner Drehpause habe ich mir überlegt, was machst du denn hier? Ist natürlich irgendwie einerseits ein unheimlich karger Ort, der völlig langweilig aussieht, ne? Ah, ne? Andererseits aber, meine Güte, der hat schon wieder was Mondartiges, ja? Und ich habe gedacht, auch gerade durch diese Steppengelände, die wir hier so haben, das klar ist, sonst wäre ja hier auch Wald, ne? Aber, ja, ich habe gedacht, was wäre denn, wenn man hier so eine Art, ja, Science-Fiction-Mondstation errichten würde. Ne? Also jetzt nicht so riesengigantisch. Wir sind ja immer noch im Singleplayer und müssen uns das alles hier ercraften, was wir hier so hinstellen. Aber hier wäre doch irgendwie interessant aus. Hier zum Beispiel in diesem Tal hier so, was weiß ich, so eine komische Mondstation halt. So mit so kleinen, so Kuppeln, also vielleicht im Stil von Bio-Kuppeln oder so, die ihr vielleicht von unserem Server auch schon mal kennt oder schon mal gesehen habt. Falls nicht, dann lauft mal dahin, die sehen gigantisch aus, riesengroß allerdings, das kann ich hier nicht realisieren. Da brauchst du so viel Material, das ist unrealistisch. Und aber irgendwie im Kleinen und so kleine Module, die dann irgendwie miteinander verbunden sind, wo man dann vielleicht auch so eine Art Elfenturm noch hat, das soll natürlich auch alles nicht so ganz so technokratisch aussehen, sondern vielleicht so ein bisschen fantasievoll noch. Das ist ja auch, das bleibt ja auch nicht aus, wenn man Minecraft spielt, aber auf jeden Fall habe ich so eine Idee, dass man halt aus Karl des Kahlen hier die Insel, dass man da vielleicht auch nochmal irgendwie was draus macht. Es ist ja jetzt schon unser dritter Standort praktisch hier in unserer Welt. Let's Play Welt, wir haben, ihr wisst das, Seed, Swamp, Weed eingegeben und können alle gerne mitmachen. Ihr habt dann alle das identische Land. Ihr könnt es genauso erkunden, ihr könnt an all diese Orte, wo ich hier bin, könnt ihr selber hin, ne, und dort was bauen, ne. Und ja, das ist eine tolle Sache und jetzt haben wir praktisch den dritten Standort schon. Bad Schönfels ist natürlich unser Hauptstandort, dann haben wir natürlich das Tal mit der Silbermine, das ist ja so ein bisschen, ja, nicht ganz so weit entfernt wie hier. Und ein Stück weiter
mit leicht anderer Richtung auch hier eben dieser Kontinent. Das ist ja, ich dachte immer, es wäre eine Insel, aber es ist keine Insel. Dort hinten schließt dann eine große Wüste an. Ach, das brauche ich euch nicht alles erzählen. Da braucht ihr nur mal zurück zu blättern in den Folgen. Warum gibt's Playlists und all das Gedöns, ne? Macht mal was. Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich das Schaf ermordet. Okay, ich lauf jetzt hier mal rein. Guck mal, ob ich so ein bisschen sortieren kann. Ja, da ist auch der Karl wieder, ne? Der grunzt uns wieder an hier. Wo ist er denn überhaupt? Ah, die Geräusche nehme ich immer gerne mit, ne? Die finde ich toll, so, ne? Die Musik, die geht einem nach einer gewissen Weile. Ich finde die eigentlich auch ganz schön. Hallo, wer kommt denn da? Karl, was machst du denn hier? Ja, Mensch, ey, sollst doch gar nicht hier sein. Hau ab. Karl, wir haben deine Insel erobert. Ja, du bist jetzt hier nicht mehr Hausherr, sondern ich bin das. Ja. So. Laufen wir mal hier rein. Hier sieht ja auch nochmal vom Texture Pack. Das sieht alles etwas anders aus. Ich finde die Kisten sehr schön, doch das Bett. Das ist mal was anderes als, ne? Gut, gucken wir mal rein. Ihr seht, oh. Ja, da kann ich aber jetzt echt mal so ein bisschen mit dem Magen vollschlagen. So, alles vollgestopft mit Koteletts. Jetzt ist es mal gut mit Jagen. 5 Tintensäckchen. Dann haben wir noch alles Mögliche hier. Lapis Lazuli habe ich mitgenommen. Dann habe ich hier noch schwarze Wolle, graue Wolle, braune Wolle, Leder, Federn, aber nur kein, doch, ein bisschen habe ich. Ich wollte jetzt mal so ein bisschen anfangen zu konstruieren. Und zwar, hoffentlich ist es jetzt auch noch Tag, von wegen Mondstation und so, habe ich mal so ein paar Notizen gemacht, wie man vielleicht irgendwie mal ein Gebäude machen könnte. Ich versuche das jetzt einfach, ich weiß, es sieht dann wahrscheinlich total bekloppt aus. Ich habe sowas auch noch nie gemacht. Das ist auch völlig entgegengesetzt der Spielart, die ich ja sonst so drauf habe. Ja, also sonst bin ich ja immer so völlig der Zufallsgenerator und ich komme, mach mal das, was so kommt, ne? Und ja, super, zum Beispiel kommt jetzt die Nacht ausgerechnet, der ist super toll, genauso, davon habe ich gerade gesprochen. Macht aber jetzt nichts, da gehen wir einfach mal zurück in die Höhle, da haben wir ja ein Bett, da schlafen wir einfach und dann kommen wir morgen früh wieder raus und dann, was soll's, wir haben jetzt Zeit genug auf dem Video und damit bin ich jetzt auch schon wieder bei einem ganz neuen Thema. Ich hoffe, dass ihr das jetzt alles auch mitbekommt, dass ihr hellwach seid immer noch. Nein, und zwar wisst ihr ja, dass ich seit einiger Zeit lange Videos drehen kann. Ich muss nicht mehr 15 Minuten drehen und ich persönlich finde das eigentlich auch sehr entspannt. Ich schlaf mal. Ich finde das sehr schön eigentlich, aber egal, darum geht es jetzt gar nicht, was ich finde. Es ist völlig uninteressant, was ich finde. Ihr sollt das ja auch gut finden. Und zwar gibt es halt, ich habe schon mal so kritische Stimmen gesehen, ach, ist zu lang so ein Video oder andere sagen dann wieder, das ist zu kurz oder keine Ahnung. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was ihr jetzt toll findet. Wie lange soll so ein Let's Play beziehungsweise wir spielen Video von mir so sein? So im Schnitt jetzt natürlich nur, weil es ist jetzt natürlich jetzt, ne? Also mögt ihr also so, was weiß ich, 10 bis 15 Minuten? Oder sagt ihr so, etwa 20 Minuten lang kann das gehen? Oder sollte das eurer Meinung nach so 20 bis 30 Minuten lang sein? Ja, so ein Video. Länger ist, glaube ich, jetzt auch erstmal unrealistisch, weil das bringt dann auch wieder nichts. Ne? Und jetzt baue ich hier mal eben eine Säule hin. Ich mache jetzt mal sowas. Und dann mache ich noch sowas. Und dann mache ich dann noch so eine Reihe drauf. Ich habe keine Ahnung, ich habe sowas noch nie gemacht. Ich habe jetzt hier neben mir so einen Notizzettel liegen, wo ich mir sowas aufgemalt habe. Und jetzt sehe ich auch, dass ich in der falschen Zeile gucke. Ist auch egal, ich erzähle euch erstmal, was ich ursprünglich erzählen wollte, nämlich, dass ich jetzt einfach eine Umfrage auf minenarbeit.de starte. Da könnt ihr jetzt mal hingehen. Ich hoffe, jetzt zeitgleich mit diesem Video habe ich da jetzt mal einen Post eröffnet mit einer Umfrage drin. Da könnt ihr einfach zwischen
drei Varianten auswählen, was für euch dann die perfekte Länge wäre. Jeder hat ja so eine andere Vorstellung, mehr oder weniger Zeit oder Lust am Stück da so sich Videos anzugucken. Viele von euch wollen ja auch nicht nur mich angucken, sondern wollen ihre YouTube-Zeit auch noch bei anderen Let's Playern oder sonst wo verbringen, das ist auch ganz klar. Deswegen würde mich halt wirklich interessieren, mögt ihr Videos am liebsten, wenn die 10 bis 15 Minuten sind, etwa 20 Minuten oder 20 bis 30 Minuten lang sind. Also wählt dann einfach, ihr könnt dann einfach voten, ganz kein Problem, ihr wisst, wie sowas geht, das ist kein Thema. Ich gucke gerade hier noch mit einem Auge so ein bisschen auf meinen Plan hier. Was habe ich denn gemacht? Da ist jetzt eine Stütze, dann drei direkt da hoch. Ach ja, okay. Ich versuche mich ja jetzt mal hier oben drauf zu stellen und das irgendwie so hinzukriegen. Ich will jetzt hier so eine Art Stütze bauen. Naja, das wird dann für mich so ein Anhaltspunkt sein. Also ich werde dann nicht sagen, okay, der Sieger, ich mache jetzt immer Videos, genau wie die Siegermannschaft das nun so verlangt, wie die meisten Stimmen, sondern ich einkommen, sondern ich werde einfach dann sehen, bin ich auf der richtigen Fährte oder mache ich das völlig falsch. Ne? Klar, völlig falsch wäre es wahrscheinlich, wenn ich immer 5 Minuten Videos machen würde. Es sei denn, es sind so Sonderfolgen oder so, aber ich rede jetzt einfach hauptsächlich von diesen Let's Play. Geschichten, wir spielen Serie, die ihr jetzt hier gerade seht und ja, das wäre für mich schon interessant, ne? Weil man weiß es ja nicht so. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass seitdem ich jetzt länger drehen kann, irgendwie ich weniger Zuschauer hätte oder so, ne? Im Gegenteil, ne? Ich habe schon den Eindruck, das kommt ganz gut an, dass es jetzt auch eben etwas länger dauert. Da, dann diese zwei, und das sind jetzt zwei, und dann können da direkt wieder welche drauf. Ah, das ist interessant. Ey, guck mal, wie das dann aussieht, wenn man, was habe ich jetzt, zwei, vier, noch 5 Stück drauf. Ich habe hier jetzt gerade so, oh, das geht jetzt gar nicht. Völlig bekloppt, was ich hier wieder für eine Idee habe, ne? Also völlig abgefahren. Andererseits habe ich auch schon mal 2, 3, 4, 5, ich glaube, das waren jetzt 5, ne? Oder war das jetzt zu viel? Jetzt komme ich auch vor allem nicht mehr runter, das ist auch eine ganz tolle Sache. Komm, da muss ich wohl mal ein bisschen Schaden nehmen. Das ist auch nicht schlimm, weil, ach, nochmal, okay. Da war einer zu viel, ne? 1, 2, 3, 4 muss ich haben, 7 steht auf meinem Notizzettel. Naja, ich habe schon mal gelesen, jemand sagte schon mal irgendwie, ja komm, du machst auch lustige Sachen mal irgendwie, was nicht jeder macht, so irgendwie so Bauprojekte, die man nicht überall so sieht. Ja klar, ne, das ist halt eben unheimlich spontan so und mach mir da eigentlich bisher überhaupt keine großen Gedanken drüber, ne. Okay, jetzt muss ich mal gucken, dass ich irgendwie was baue, wo ich dann hier auch wirklich heil immer rauf und runter komme. Nehme ich doch am besten mal Erde dafür, die kann ich ja auch irgendwo an die Seite ranpappen. So, und dann gehe ich jetzt hier mal so drauf hoch und runter. In Bad Schönfels habe ich eine ganze Kiste mehr oder weniger voll mit Leitern. Ne? Ja klar, das ist jetzt hier auch nur so eine Notiz, so für mich, ne? Um mal zu sehen, ob das aussieht hinterher, was ich hier jetzt so auf dem Plan gemalt habe. 1, 2, 3, da soll was hin. Und da drüber. So. Und dann da drüber auch noch. Und dann noch 2 nach außen. So. Boah, ist das komisch, ne? So. Nehmen wir noch einen weiter. Cool. Gut, und dann kann ich jetzt mal das abreißen hier, das Gerüst. Baugerüst, weg damit. Ja, tatsächlich baue ich halt nicht so gerne so unheimlich so ganz normale Häuser die ganze Zeit. So, ne? Wenn ich Häuser baue, dann sind die auch irgendwie mal ins Gelände angepasst. Interessant. So, mache ich das mal eben. Das ist ja lustig. Wieder weg. Das ist jetzt nur mal eben. Zack. Dann so, dann wieder so rum.
Und unten so zwei. So, und dann machen wir das auf dieser Seite auch. Ich freue mich irgendwie, ne? Das ist irgendwie lustig. Ich habe sowas noch nie gebaut, so, ich komme mir gerade so ein bisschen eierig vor. So, der wieder weg. Mitnehmen. Es ist schön, so eine Ebene, ne? So, weil man sieht irgendwie, ob sich jemand nähert. Ja, normalerweise in der Höhle oder was, ne? Da siehst du ja nie was. Und ruckzuck bist du tot. Haben sie dich wieder alle gemacht, ne? Die Schweinehunde und Drecksäcke. So, guck mal. So, jetzt hätten wir hier praktisch. Ja, pass mal auf. Das sieht jetzt noch komisch aus, weil das noch nicht so ist, wie ich mir das eigentlich vorstelle. Jetzt muss ich das noch in der Höhe auch noch anpassen. La 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 la. So. Hüpf. Also, ich komme ja noch nicht wieder runter. Ja, mitbauen, die Stütze mitbauen, so. Wie geht denn. Oh, hier, so hoch jetzt irgendwie. Okay, jetzt erstmal gucken. Das war so ein bisschen Landgewinn, Höhe gewinnen. Dingenskirchen. Hier geht es aber auch schon wieder. Jetzt muss ich hier mal rüber gucken. Auf der Höhe wird es jetzt auch breiter. Und dann kommt eine Etage drauf. Ah. Macht hier keinen Unsinn mit mir, ja? Wehe, mich schubst einer. Ja. So, da kommt noch der und dann wieder zwei noch weiter weg. So. Ist das denn auch jetzt wirklich so? Das ist jetzt das Problem. Es muss jetzt symmetrisch sein. Das liegt nicht in meiner Natur, symmetrisch zu bauen. Das wisst ihr wahrscheinlich. Also. Hab ich denn wenigstens noch ein bisschen Koppelstein dabei? Ja, das wird gerade reichen, damit wir uns dann angucken können, wie es aussieht. Hier kann ich mal eben runterhüpfen. Das ist kein Problem. Ja. So. Ja. Schön. Aha. Jetzt gehen wir nach oben. Wieder zwei raus. Zwei raus. Ah, das kommt aber genau hin, ey. Das kommt ja gerade hin. So. Ja. Also, jetzt kommen wir da nicht lang. Wieder ein bisschen Erde dran bauen. Das reicht auch nicht. So, wie geht das denn jetzt? Machen wir das wieder weg und dann gucken wir mal hier, Ecke. Ah ja, okay. Höhe stimmt. Eigentlich ganz einfach, ne? Wenn man sich nicht so blöd anstellt. Nee, das war jetzt zu viel da unten. Der ist zu viel. So muss das sein. So. Oh, das passt ja so. Gerade eben einen haben wir da sogar noch über. Mal eben hier rauf. So, und dann wieder zwei. Deshalb Balanceakt hier so. Ja, nu, das ist auch jetzt ohne Mods und alles, ne? Das ist klar. Jetzt wird es auch gerade dunkel. Trifft sich ja wirklich vorzüglich. Dann können wir nämlich nach Hause rennen, schlafen. Und jetzt können wir vor allem noch mal eben einen Blick riskieren. Das ist eine Stütze und da oben drauf soll dann irgendwie noch so ein Topf, keine Ahnung, wo man dann irgendwas baut, irgendwie. Ich laufe erstmal ein Stück weg. Ja, genau, ne? So, es sieht halt aus wie so ein Kerzenständer. Aber wenn da oben noch so irgendwie so was drauf ist, vielleicht sogar ein bisschen zu hoch, ne? Wer weiß. Aber so in dem Stil. Da oben noch eine Plattform drauf. Vielleicht mache ich das noch. Wo muss ich überhaupt hin? Vielleicht überlege ich doch auch jetzt erstmal, wie ich zurück in die Höhle komme. Die ist da hinten, ne? Ja, gut. Ja, schon fast so ein bisschen einen kleinen Schreck bekommen. Ah, ja. Es ist hier auf dem Mond, ne? Auf dem Mond gibt es überall Krater. Ne, Lavaseen. Ah, ne, die gibt es da gar nicht so offen, ne? So. Ich habe keine Ahnung, wie ich drauf gekommen bin, ne, sowas zu bauen. Na, wahrscheinlich letztens hatten wir schon mal unsere Baumschule, die ist ja auch so ein bisschen Science-Fiction-mäßig angehaucht. Jedenfalls finde ich das. Und manche von euch schrieben das auch irgendwie, ne? Aber gut. So, warte mal.
da ist noch ein bisschen Koppelstein. Wir machen das so, wir brauchen sowieso da Material. Wir machen das jetzt so, dass wir jetzt... Ach, das lassen wir alles hier. Weil wir sind hier dann eh in der Nähe. Warum sollen wir das da mitnehmen? Jetzt so zu gefährlich alles, ne? Das brauchen wir alles jetzt nicht so unbedingt dringend. Ast rein. Dann renne ich wieder raus und dann gucke ich mir nämlich mal an, wie das da so aussieht. So, jetzt mit frisch ausgeschlafenen Augen, ne? Alles wach, hellwach. Da hinter dem Hügel. Warum habe ich da hinten? Ich hätte auch hier direkt, ne? Aber das ist da hinten noch einsamer, finde ich. Ja, wenn man hier hinter guckt, da ist noch nicht mal ein Berg, da ist gar nichts mehr, aber da steht man. Guck mal, wenn man jetzt hier so ankommt, und dann sieht man plötzlich da irgendwie so eine Kuppel, irgendwie so. Und jetzt sollte man vielleicht in verschiedenen Höhen solche Dinge auch noch anlegen. Und die dann mit irgendwelchen Röhren verbunden werden und unten auf dem Boden gibt es natürlich dann auch nochmal irgendwie, ja, was weiß ich, so ein Dingens, Bummens, ne? So ein Modul halt, ne? Oder vielleicht auch so ein paar Schienen. So. Prima, jetzt möchte ich gerne darauf, habe ich denn noch irgendwie jetzt Erde dabei? Ja, die habe ich wieder mitgenommen, das ist sehr schön. Schweine, lasst mich mal in Ruhe. Das sind die sprichwörtlichen Schweine im Weltraum, ne? So, mal hoch. Ast rein. Jetzt brauche ich hier einfach nur so ein bisschen, dass ich hier so mich ein bisschen bewegen kann. So, und jetzt, Koppelstein ist gar nicht so gut. Macht jetzt aber auch nichts. Das ist ja jetzt nur eine Notiz, so. Und zwar, ich mache mal eine Seite. Möchte ich die jetzt ja auch so ein bisschen rund haben. Und jetzt habe ich mir überlegt, wie machst du das so, dass das rund wird, ne? Gut, überleg mir das mal. Ah ja, Moment, das muss man sowieso noch außen auch noch, warte mal, so. Lalalilali, das ist gefährlich, ey, warte mal, Stimmt das denn? Warte mal, das habe ich denn hier? Boah, ich muss hier auch gerade spiegelverkehrt. Warum gucke ich denn da? Ich muss doch hier gucken. So, mach ich das mal? Ja, mit dem Bogen. Gut. Freunde, ich habe euch von der Umfrage erzählt, wegen der Videolänge. Ne? Ich mache jetzt dieses Video erstmal zu Ende. Ist jetzt so ganz, ganz gut lang. Ne? Und, versuche jetzt hier mal die Kurve zu kriegen. Und in der nächsten Folge seht ihr dann, ob mir das gelungen ist oder nicht. Geht auf minenarbeit.de, beteiligt euch bitte an der Umfrage, damit ich einfach so ein bisschen weiß, wie lang oder wie wenig, oft und keine Ahnung. Ne? Und bis dahin auf jeden Fall alles Gute für euch und macht's schön.